Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, eine Frage bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Schwertmeister an. Dieser hat über die Bathmate Penispumpe geschrieben, welche er mit 4,6 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Erfahrungsbericht zu einer Penispumpe. Heute möchte ich mich einem sensiblen Thema nähern und dort meine Erfahrungen teilen. Es soll um eine Penispumpe der Firma Bathmate gehen, die ich später noch genauer erklären und vorstellen werde. Außerdem möchte ich noch einige Fragen beantworten, die man eventuell vor der Nutzung einer Penispumpe haben könnte. Auch ich war mir anfangs unsicher, ob ich wirklich ein solches Produkt bestellen sollte und hatte große Unsicherheiten und ungeklärte Fragen. Da ich daraufhin lange recherchiert habe, möchte ich dies hier teilen und dem einen oder anderen die Fragen schon vorwegnehmen. Wann wendet man eine Penispumpe an? Eine Penispumpe kommt häufig zum Einsatz bei Erektionsstörungen, bei der Pyroniekrankheit oder bei einem retraktiven Glied. Aber auch immer mehr Männer verwenden eine, ohne in eines dieser Krankheitsbilder zu passen, da eine Penispumpe kurzzeitig, aber auch langzeitig gute Effekte haben kann, auf die ich später noch eingehen werde. Bei Erektionsstörung. Wenn man unter einer erektilen Dysfunktion, kurz ED, leidet, kann dies den kompletten Alltag negativ beeinflussen. Eine Penispumpe kann hier insofern helfen, dass durch das Pumpen und das entstehende Vakuum eine Erektion herbeigeführt werden kann. Wenn man die Pumpe über einen längeren Zeitraum verwendet, kann man auch langfristige Erfolge erzielen. Die Pumpe funktioniert aber auch nur dann, wenn die Erektionsstörung begründet durch eine schwache Beckenmuskulatur auftritt oder weil nicht genug Blut in den Schwellkörper einfließen kann. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass man bei anhaltenden Erektionsstörungen über einen größeren Zeitraum dringend einen Arzt aufsuchen sollte. Hinter einer erektilen Dysfunktion können sich auch organische Leiden verstecken, sodass die EED nur eine Vorbote für eventuell schlimmere Krankheiten sein kann. Man sagt allgemein, dass die Blutgefäße im Penis quasi ein Abbild von denen des Herzens sein können. Wenn eine Erektionsstörung besteht wegen verkleinerten Blutgefäßen im Penis, könnte dies zum Beispiel auch ein Hinweis darauf sein, dass die Blutgefäße im Herzen ähnlich aussehen. Also unbedingt den männlichen Stolz vergessen und einen Arzt konsultieren, wenn diese Probleme anhalten. Bei der Pyroniekrankheit. Das Symptom der Pyroniekrankheit, auch IPP genannt, ist ein übermäßig gekrümmter bzw. gebogener Penis bei der Erektion, was zu enormen Schmerzen führen kann. Der Einsatz einer Penispumpe kann ihr helfen, dass sich das Glied wieder langsam in die richtige Richtung bewegt während der Erektion. Ob man damit einen dauerhaften geraden Penis wiederbekommen kann, hängt davon ab, wie stark die Krümmung zuvor gewesen ist. Auch dafür sollte man eine Pumpe über einen längeren Zeitraum anwenden, um dauerhafte mögliche Erfolge sehen zu können. Bei einem retraktiven Glied. Von einem retraktiven Glied spricht man, wenn sich der Penis über die Jahre verkürzt oder und im Umfang verkleinert hat. Das kann einfach ein Effekt des Alters sein oder bedingt durch starke Gewichtszunahme. Der Penis verzieht sich immer mehr in das subkutane Gewebe, wo die Anwendung einer Pumpe gezielt entgegenwirken kann, da der Penis wieder nach draußen gezogen wird. Effekte der Penispumpe. Wer unter keiner dieser Krankheiten leidet, erhofft sich vermutlich größere Effekte im wahrsten Sinne des Wortes. Allgemein bekannt und vielfach bestätigt durch Anwender sind folgende Effekte. Eine unmittelbare Vergrößerung des Gliedes, die allerdings nach ein paar Stunden wieder abklingt. Eine Verlängerung und Verdickung, sprich mehr Umfang, des Penis, die nachhaltig ist. Eine verbesserte Erektionsqualität. Der erste Punkt ist natürlich schon sichtbar nach der ersten Anwendung. Um länger von den Effekten zu profitieren, muss eine Regelmäßigkeit her. Im Internet findet man dazu sogar schon sogenannte Penis-Trainings. Mithilfe eines solchen Trainingsplans soll es möglich sein, den Penis dauerhaft wenige Zentimeter zu verlängern und zu verdicken. Ich habe da häufig gelesen, dass manche Männer es geschafft haben, so ihren Penis 2 cm zu verlängern. Das war aber auch so der höchste Wert, den ich persönlich gefunden habe. Mit verbesserter Erektionsqualität ist gemeint, dass eine Erektion länger anhält und insgesamt einfach stärker ist. Das kann besonders beim Geschlechtsverkehr positiv auffallen, da häufig berichtet wird, dass man auch länger durchhält. Risiken bei der Anwendung. Die erste Frage, die ich mir selbst stellte, war: Kann es schädlich sein, eine Penispumpe zum Einsatz zu bringen? Eine falsche Verwendung sowie zu häufiger Gebrauch kann zu Problemen führen. Am meisten treten wohl Blutergüsse am Penis auf, die durch den Unterdruck der Pumpe entstehen können, wenn man sie zu oft anwendet. Das Blut kann nicht mehr zurück aus dem Glied wegen des Unterdrucks und es kommt immer neues Blut hinzu, sodass die Blutgefäße irgendwann platzen. Ein unübersehbares Anzeichen ist das blaue Anlaufen des Gliedes. Dann sollte man umgehend zum Arzt. Auch das Lymphsystem, welches direkt unter dem Ansatz des Penis sitzt, kann unter einer Penispumpe leiden, sofern die Pumpe beispielsweise zu eng angebracht wird. Dies könnte einen Blutstau oder einen Stau der Lymphe verursachen. Das kann zu Schmerzen führen, da der Harnweg abgedrückt werden kann. Wenn solche Beschwerden auftreten, wird wieder dazu geraten, den Arzt aufzusuchen,
Generell sollte man einfach bedenken, wie sensibel der Penis ist. Man sollte damit nicht fahrlässig umgehen und bei Abnormalitäten sich nicht davon abhalten lassen, zu einem Experten zu gehen. Die Bathmat Hercules. Die Bathmat Hercules wurde so konzipiert, dass man sie auch unter der Dusche verwenden kann. Es ist eine Wasserpumpe, sodass prinzipiell für die Anwendung Wasser gebraucht wird. Der Einsatz von warmem Wasser hilft dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, da die Durchblutung angeregt wird. Das Wasser an sich steigert die Gleitfähigkeit der Pumpe mit dem Penis und dient außerdem auch als Schutz. Zum Pumpen muss man die Hercules mit Wasser füllen und das Ventil verschließen. Anschließend führt man sein Glied im irrigierten Zustand ein, bis kein Abstand mehr zwischen Haut und der Pumpe ist. Damit überhaupt ein Vakuum entstehen kann, muss es luftdicht sein. Sobald Luft durch eine Lücke entweichen kann, funktioniert es nicht. Nun führt man typische Pumpbewegungen mit der Hercules durch und aus dem Ventil vorne fließt Wasser heraus. Falls der Druck zu stark wird, kann man das Ventil kurz öffnen, um den Druck aufzubauen. Die durchsichtige Hülle besteht aus Polycarbonat und die Manschette wurde mit einem hautverträglichen Gummi hergestellt. Es gibt keine Druckanzeige. Meine Erfahrungen mit der Bathmat Hercules. Ich bin an das Pumptraining sehr sachte rangegangen und habe es anfangs mit zwischen 5 bis 10 Minuten ausgeführt. Die Verwendung ist sehr einfach und natürlich. Sobald man das Gefühl bekommt, dass es unangenehm wird, sollte man sofort aufhören. Soweit habe ich es aber gar nicht erst kommen lassen, da man mit 5 Minuten und das ungefähr alle 2 Tage oder eben dann, wenn ich wusste, dass ich Sex haben werde, nicht viel falsch machen kann. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Erektion wirkt voller, das Glied länger und dicker. Diesen Effekt konnte ich manchmal auch noch am nächsten Tag beobachten. Dass ich beim Sex länger durchhalte, also den Samenerguss länger zurückhalten konnte, kann ich bisher so nicht bestätigen. Ich habe damit allerdings auch nie wirklich Probleme gehabt. Zusammenfassend würde ich sagen, dass sich der Kauf gelohnt hat. Mit der Bathmat bekommt man für 60 Euro gute Qualität und dementsprechende Ergebnisse. Der Preis ist absolut gerechtfertigt für diese Penispumpe. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.